Aber muss ich halt nicht irgendwie Hand auf Bibel legen oder so, auf eine vegane Bibel oder so. Denkst du denn, du hast noch eine Rechtfertigung für diese Taten? Also nach dem Wort, was sie gesagt haben und nach rein logisch, nein. Ich hab nur mich gefragt, was da abgeht. Bist ja, und weißt du, was da abgeht? Ja, wahrscheinlich geht es da um die Tierschlachtung und um die schlechte Haltung der Tiere und dass sie, ja, vegan, oder? Ja, richtig. Veganismus. Genau. Und? Aber ihr macht es nicht so wie die militante Veganerin, oder? Also die Inhalte sind natürlich das Gleiche. Ja, also wir konfrontieren die Menschen mit ihren Handlungen, für was sie bezahlen und für was sie verantwortlich sind. Ja, aber nicht auf so eine Art, wie sie es macht, oder? Also erstmal geht es nicht um die Art und Weise, sondern es geht um den Inhalt. Und jetzt redest du ja mit mir und nicht mit der militanten Veganerin, also... Ein Glück. Isst du noch Fleisch? Ja, ich esse schon noch Fleisch, ja. Okay, und also du hast dir das jetzt ein paar Mal angeschaut, oder? Oder ein paar Szenen, was... Ja, ich was denkst auch. Du denn, wenn du das siehst? Mal so ehrlich. Ja, das ist nicht gut. Das ist, okay. Die tun die Tiere auch leid, ja. Ja, ja. Ja. Würdest du nicht mit ihnen tauschen wollen, oder? Nee, na klar nicht. Ja. Wer würde das schon? Genau, und wenn du aber... nicht in deren Position sein möchtest und du findest es schlecht, was mit denen passiert. Passt es zusammen mit deiner Handlung? Nein, passt nicht, ich weiß. Ja, ist ein Widerspruch, ne? Und jetzt kannst du den Widerspruch lösen. Du hast die Macht, den zu lösen und deine Moral in Einklang zu bringen mit deiner Handlung. Und warum das nicht tun? Aber muss ich halt nicht irgendwie Hand auf Bibel legen oder so, auf eine vegane Bibel oder so? Nee, musst du nicht. Okay. Aber die Frage war ja jetzt, was hindert dich daran, deine moralische Haltung, die du innerlich ja schon hast, mit deiner Handlung in Einklang zu bringen? Ja, es ist eine Standardantwort, die jeder gibt, der Geschmack hat. Ja, danke, dass du mir eine Antwort gibst. Also, damit können wir ja arbeiten. Jetzt kann ich dich halt fragen, findest du wirklich, dass der Geschmack, ja, quasi über dem Leben eines fühlenden Individuums steht? Also, dass der Geschmack rechtfertigt, Tiere ins Leben zu züchten, sie auszubeuten und sie zu töten? Nein, natürlich das nicht. Genau, und damit hast du jetzt dir selber die Antwort gegeben. Es rechtfertigt es nicht. Ja? Das heißt, Geschmack ist zwar ein Grund, ja, dass man sagt, mir schmeckt es halt. Und ich habe auch nicht aufgehört, weil es mir nicht schmeckt. Mir hat es auch geschmeckt früher. Ja? Aber die Frage, die du halt stellen musst, ist Geschmack eine Rechtfertigung. Und die hast du dir gerade selber beantwortet. Ja, was, ja, gut. Ja, und im Endeffekt geht es darum, kannst du deine Taten, und deine Taten sind halt, dass du in den Supermarkt gehst und dafür bezahlst, dass das gemacht wird, hast du eine Rechtfertigung dafür? Ja, weil wir gehen ja durchs Leben und müssen alle unsere Handlungen rechtfertigen. Ja, wir können nicht einfach durch die Straße gehen und Kinder schlagen oder Leute umbringen oder Autos klauen oder Sonstiges. Ne? Dann müssen wir uns rechtfertigen dafür, warum wir das getan haben. Und die Frage ist halt, gibt es eine Rechtfertigung, das mit diesen Lebewesen zu tun? Ja, also ich sehe das so, ich finde die Massentierhaltung überhaupt nicht gut. Ich würde mir persönlich Fleisch holen, ich arbeite in der Landwirtschaft und da sind viele Kollegen von mir, haben eigene Bauernhöfe. Mhm. Also ich würde mir lieber auch da das Fleisch eher beziehen, als es zum Beispiel in den Supermarkt zu gehen und mir das abgepackt zu holen. Also das kann ich auch vollkommen verstehen, die sind ja auch, die haben kein gutes Leben, die sind auf engstem Raum. Und wie Sie schon gesagt haben, die werden rangezüchtet und am Schluss eigentlich nur sterben. Ja, weißt du, wie viel Prozent das sind? Biohöfe von, also im Vergleich zur Massentierhaltung? Sehr, sehr wenig, denke ich mal, schätze ich. 3%. Ja, das ist schon, ja, sehr wenig. Das heißt, die meisten unterstützen Massentierhaltung und du auch. Ja, weil selbst wenn du Milch kaufst, wenn du dir ein Eis in der Stadt kaufst, wenn du in der Stadt essen gehst. Also du kannst zwar sagen, in manchen Bereichen achtest du vielleicht drauf, dass du es beim Biohof kaufst, was es nicht besser macht, weil das Tier stirbt trotzdem dort, auch wenn es auf dem Biohof war. Ja? Aber in vielen anderen Bereichen unterstützt du genau das, genau die Massentierhaltung. Ja? Und es würde auch nicht funktionieren, wenn alle Menschen nur noch beim Bauern um die Ecke, was ich immer als Antwort bekomme, ja, also jeder, mit dem ich rede, sagt, ja, ich kaufe ja nur beim Bauern um die Ecke, was halt Schwachsinn ist. Ja. Weil wenn das jeder machen würde, dann würde es keine Massentierhaltung geben, ja, verstehst du? Ja. Und dann sind wir wieder bei der Massentierhaltung. Also die ist ja daraus entstanden, dass Menschen eben diesen Bedarf haben, jeden Tag Fleisch zu essen, Eis zu essen, Milch zu trinken. Deswegen gibt es das. Ja? Und, genau, und solange Menschen das machen wollen, wird es immer Massentierhaltung geben und vielleicht einen gewissen kleinen Anteil an Biohaltung, was ja aber auch eine Marketing-Sache ist. Ja? Wie gesagt, die Tiere landen auch im Schlachthaus. Ja? Es gibt kein Schlachthaus für Biotiere. Ja, die haben
vielleicht ein bisschen mehr Auslauf als Standards, kriegen vielleicht ein bisschen besseres Futter und das war es auch schon. Ja. Also das ist halt so eine, ich sag mal, mach dir dein Gewissen ein bisschen besser, dass du schaust, dass da Label drauf sind, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ja. Und wenn du es wieder runterbrichst oder sag ich mal, auch im menschlichen Kontext siehst, ja, wir würden das nicht mit Menschen machen, selbst wenn die Menschen eine bessere Haltung hätten. Ja. Steht schon, ja. Genau, und das ist es. Also, welche Rechtfertigung hast du immer noch? Das will ich aus dir rauskitzeln. Geschmack war es nicht, das hast du gesagt. Was ist es dann? Ja, du willst nur aus mir rauskitzeln, dass ich sage, dass ich jetzt vegan lebe. Nein, es geht darum, dass du merkst, dass du keine Rechtfertigung hast. Ich kann dich nicht zwingen. Ja? Ich kann dich nicht hier festbinden und dich nur noch vegan füttern. Das musst du schon selber machen. Ich kann dir nur zeigen oder in dem Dialog zeigen, dass du merkst, dass du keine Rechtfertigung hast, das zu tun. Und dann ist es halt an dir, dich zu ändern oder zu sagen, ja, ich scheiß da drauf, ich bin einfach weiter so ein Mensch, der bewusst, nachdem er die Aufklärung hatte, dafür bezahlt. Aber dann ist es so, ja, dann kann ich kann dich nicht retten. Ich kann nur für die Tiere sprechen und dir bewusst machen, dass du eigentlich widersprüchlich handelst. Und das möchten wir eigentlich nicht. Das macht so nennt man kognitive Dissonanz. Ja? Du merkst ja, wenn du jetzt hier stehst, fühlst du dich, ist vielleicht so ein bisschen unangenehm, weil du vielleicht innerlich schon denkst, naja, eigentlich hat sie ja recht. Ja, das, da, da hat man, recht genau, haben sie ja, richtig. Fall, und das gibt uns so ein unangenehmes Gefühl. Ja? Manche laufen dann auch weg, die merken das genau und dann sagen sie, ach, ich muss schnell weiter und so, ja, weil das unangenehm ist. Aber genau dahin will ich dich ja bringen. Ich will, dass du merkst, dass es unangenehm ist und dass du eigentlich was machst, was nicht deiner Moral entspricht. Und dazu musst du erstmal merken, das ist der erste Schritt, dass du keine Rechtfertigung dafür hast. Weil solange du denken wirst, dass du eine Rechtfertigung dafür hast, wirst du halt darüber auch nicht mehr nachdenken. Ja, dann gehst du einfach des Weges und ignorierst es und kaufst weiter Tierprodukte. Wenn du aber jetzt hier weggehst und merkst, ja, ich habe keine Rechtfertigung und das, was ich tue, ist eigentlich scheiße, dann arbeitet es in dir. Ja? Und vielleicht wirst du dann nicht gleich heute vegan und vielleicht auch nicht morgen und übermorgen, aber vielleicht kommt nochmal ein Punkt, wo du getriggert wirst, ja, und es arbeitet in dir. Und vielleicht kommst du dann an den Punkt, wo du sagst, okay, ich ändere mich. Natürlich wäre es super, wenn du jetzt mir hier die Hand geben würdest und sagen würdest, okay, ab heute vegan, ja, weil es eine Gerechtigkeitsbewegung ist und auch, da gibt es keinen Weg dahin. Entweder bin ich gerecht zu den Tieren oder ich bin es nicht, ja. Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Wie Sie gesagt haben, die Leute müssen es halt selber wollen. Wenn sie selber nicht dieses Herzblut haben, sag ich mal, oder auch diesen Willen, sozusagen, okay, ich möchte jetzt komplett auf Fleisch verzichten, ja, dann würde ich aber halt sagen, da bringt die Methode auch nicht viel, das den Leuten so mäßig unter die Nase zu reiben. Weil ja, wie gesagt, das Erste ist halt, dass du merkst, dass du keine Rechtfertigung hast. Ja, das ist nur der erste Schritt, weil viele Menschen beschäftigen sich ja auch gar nicht damit. Ja? Die bleiben nicht stehen, so wie ihr jetzt. Und das ist ja schon der erste Schritt, ja? Stehen zu bleiben, hinzuschauen, das mal anzunehmen, in einen Diskurs zu gehen. Viele Leute laufen vorbei, gucken hin, denken, aber verdrängen es gleich wieder und laufen weiter. Ja? Aber wenn du halt hier stehen bleibst und mit mir redest, dann möchte ich dir auch bewusst machen, dass du halt keine Rechtfertigung hast. Also denkst du denn, du hast noch eine Rechtfertigung für diese Taten? Also nach dem Wort, was Sie gesagt haben und nach rein logisch, nein. Super. Aber ich muss halt sagen, ich bin in dem Fall ein doppelmoralischer Heuchler. Ja. Und mir ist halt der Geschmack sehr lieb, ich bin es halt gewohnt. Ja, aber denkst du, Gewohnheit ist auch eine, also Gewohnheit wäre eine weitere Rechtfertigung, ja? Ist Gewohnheit eine Rechtfertigung, weiter andere Lebewesen zu unterdrücken? Ja? Du kannst dich ja ändern. Also eine Gewohnheit kann man ändern, ja? Eine Gewohnheit kann man hinterfragen und man kann sie ändern, wenn man will. Ja? Also es hindert uns nicht. Ja. Und wie gesagt, du hast gesagt, du willst selber nicht in der Position sein. Nö. Ja. Das wäre auf jeden Fall weg. Kein. Ja. Und warum machst du das dann mit anderen fühlenden Lebewesen? Habe ich mir schon gesagt, aber dann kriege ich wieder die gleiche Antwort. Wenn ich jetzt sage Geschmack, dann kriege ich wieder die gleiche Antwort. Ja, du kannst es halt nicht mehr nutzen als Argument, weil du dem schon widersprochen hast. Du hast gesagt, es ist keine Rechtfertigung. Und dann befinden wir uns in einem Kreislauf. Dann kannst du natürlich immer wieder sagen, ja, Geschmack, Geschmack, Geschmack. Aber das ist jetzt eigentlich raus, ne? Weil du hast zugegeben, nee, Geschmack ist keine Rechtfertigung. Dann kannst du damit nicht mehr ankommen.
Dann kannst du, wie gesagt, weitermachen und Heuchler sein. Und dann muss ich halt das Gespräch beenden leider und muss sagen, ja, dann bist du voll der Heuchler. Müsst du das Gespräch beenden und sagen, ich bin leider ein Heuchler, tut mir leid. Das ist sehr schade für die Tiere. Ja. Was soll ich sagen? Ja, an der Stelle gibt es nichts mehr zu sagen. Ja, ich kann nur appellieren an dein Inneres, an deine Logik, dass du in einem anderen moralischen Kontext auch nicht so handeln würdest. Verstehst du? Ersetzen wir die Tiere mal in der Massentierhaltung oder generell in der Tierhaltung mit Menschen. Ja, und ich sag zu dir, ja, aber Menschen schmecken. Ich weiß, es ist keine Rechtfertigung, aber ich mach's halt trotzdem. Da würdest du doch auch sofort damit aufhören. Warum? Sie tun ist ja ihr Ding, solange es nicht mich betrifft. Nein, aber du auch. Also das sind Menschen. Du bezahlst für Menschenfleisch. Würdest du dafür weiter bezahlen, wenn du das wüsstest? Also wenn das mit den Menschen. Ich habe es auch nicht probiert. Würde ich auch nicht probieren. Ja, aber hypothetisches Szenario. Damit prüfen wir ja Logik. Aber würde ich jetzt eine Kannibale werden? Ja. Natürlich möchte ich dann dafür zahlen. Es geht um Logik, ja. Aber ich kenne also, den Geschmack von Tierfleisch. Ja, aber gehen wir davon aus, Menschen schmecken besser als Tiere. Dann okay. Dann würdest du dafür bezahlen, dass man das mit Menschen Fleisch macht. Fleisch, oder? Dann würdest du bezahlen, dass man das mit Menschen macht. Ja, auch Tiere. Wirklich? Du würdest dafür bezahlen, dass Menschen... Wenn ich es gewohnt bin und von Kind auf lerne, dass das richtig ist. Nur weil du es von Kind auf lernst, heißt es das nicht, dass du es hinterfragen kannst. Ich verstehe, was sie meinen. Aber so, aber jetzt mal wirklich... Ist ja ein Gewohnheitstier. Ja, aber jetzt mal... Hör dir einfach mal zu, was du sagst. Ich frage dich, würden wir Menschen bewusst ins Leben züchten? Jetzt aktuell nicht, aber wären wir alle so aufgezogen ja, aber selbst worden, dann, ja normal. Selbst dann. Ist das aber gut, dass man das mit den Menschen gut macht? Nicht. Gut, ja, nicht. Aber dann muss man aufhören. Aber das ist ja, in unserem Kopf ist es normal. Aber es geht nicht um, ist es normal oder ist es unnormal. Es geht um die Sicht der Opfer. Ist das moralisch gesehen? Aus Sicht der Opfer ist das gut oder ist das schlecht? Aus Sicht der Opfer ist es immer schlecht. Ja, also dann musst du es sein lassen. Dann musst du es sein lassen. Ja, und wenn du es im menschlichen Kontext sein lassen würdest, und das glaube ich dir nicht, ja, selbst wenn du jetzt irgendwie aufgewachsen wärst als Kind und ich würde jetzt hier mit dir reden und würde dir Bilder zeigen und sagen, hey, guck mal, das war alles Lüge, da werden Menschen gezüchtet, ja, Frauen vergewaltigt, damit sie schwanger werden, damit sie ein Kind kriegen, das Baby wird denen weggenommen, damit man die Brüste, die Milch anzapfen kann. Und die Babys tötet man, weil die männlichen Babys, die sind ja nutzlos, ne? Die können ja keine Kinder kriegen. Ich glaube nicht, dass du hier stehen würdest und sagen würdest, ja, mach ich trotzdem weiter, schmeckt halt. Ja, normal, ist klar. Das glaube ich dir nicht. Ja. Ja, so, und wenn du an dem Punkt bist, dann musst du dir fragen, was ist jetzt der ethisch signifikante Unterschied, dass das nicht okay ist, wenn wir das mit Menschen machen, aber dass es okay ist, wenn wir das weiter mit Tieren machen. Was ist der Unterschied? Kannst du mir den nennen? Weil wir nichts sagen. Ja, weil es keinen gibt. Ja? In Bezug auf Leidensfähigkeit, in Bezug auf den Lebenswillen, ja, gibt es halt diesen Unterschied nicht. Die Tiere haben ein zentrales Nervensystem, die empfinden Schmerz, die können leiden, die nehmen ihre Umwelt bewusst wahr, die wollen in ihren Familien sein, die wollen nicht sterben, die laufen nicht freiwillig ins Schlachthaus. Ja? Und nur in Bezug auf diese Punkte gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Und deswegen sollten wir sie in der Beziehung gleich behandeln. Sprich, keine Tiere ins Leben züchten, ausbeuten, quälen und töten und auch keine Menschen züchten, ausbeuten, quälen und töten. Ja? Was wir früher hatten, wir hatten Sklaven, wir haben Menschen ausgebeutet. Gibt es auch heute noch, ja? Menschliche Sklaven. Mehr als früher sogar tatsächlich. Ich habe da neulich mal so einen Film geschaut, es war grauenhaft. Ja? Und das findest du ja nicht gut, das würdest du nicht unterstützen. Also warum unterstützt du das? Ja? Und du hast, wie gesagt, keine Rechtfertigung. Also du hast keine Rechtfertigung, du kannst keinen Unterschied nennen, warum es okay ist, das mit den Tieren zu machen, aber mit den Menschen nicht. Und dementsprechend müsstest du logisch gesehen deine Handlung anpassen, weil du sonst eben halt ja, gegen deine Moral handelst. Ja, für mich wäre das optimale... Ich kann jetzt nicht weiter was gegen zu sagen, also... Ich weiß, Sie haben ja schon meinen Punkt gehört.
Ja. Dann bist du halt in der Beziehung aber echt ein schlechter Mensch, wenn du deine Handlung nicht änderst. Ne? Und ich halt leider Gottes ein schlechter Mensch. Ja. Und ich hoffe, dass dir das nicht passiert, was den Tieren passiert. Ich hoffe, wenn du in so eine Situation kommst, in der dein Leben in Gefahr ist, dass jemand anderes dein Leben respektiert und dir nicht wehtut. Ja. Also ich glaube an dein Herz innerlich trotzdem und hoffe, dass es einfach ein bisschen nacharbeitet bei dir. Löst dich von diesem, ich brauch's, weil es schmeckt. Schmecken auch andere Sachen. Und ja, es ist anstrengend am Anfang. Ja, und man muss seine Gewohnheiten ändern. Und es ist nicht easy für viele. Für mich war es easy. Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört, ohne Probleme. Ja? Aber manche hängen so in ihrer Gewohnheit hin. Und ja, da mag es ein Verzicht sein am Anfang. Aber wenn man mal davon losgekommen ist, von diesem Geschmack und einfach festgestellt hat, hey, ich kann eigentlich alles andere genauso essen, veganes Eis, veganen Burger, veganen Döner, vegane Pizza, alles andere, was du magst. Ja? Warum dann für das bezahlen? Und klar müssen wir dann die Augen aufmachen im Supermarkt und können nicht dahin laufen, wo wir sonst immer hinlaufen und müssen halt mal schauen, wo gibt es jetzt das. Ja? Aber ich finde, das ist es wert, ja? Das für die Opfer zu tun. Und es ändern sich heutzutage so viele und du warst wenigstens offen und auch wenn du jetzt gesagt hast, du machst es einfach weiter, glaube ich, dass das in dir wirkt und hoffe, dass du irgendwann deine Handlungen änderst und anpasst. Weil, ja, ansonsten ziehst du eine Blutspur hinter dir her, virtuell, wenn du sie nicht siehst. Ja, alles klar. Okay? Okay. Schönen Tag noch. Ciao.